Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saw. Wir sind in der fünften Mission, der fünfte Test steht uns bald bevor. Ich trete wieder in den Scherben herum und hinterlasse rote Fußspuren aus Blut. Cut by a surgeon's hand. So, was will uns Jigsaw damit sagen? Ich weiß es nicht. Eine Taschenlampe, die möchte ich nicht. Eine Notiz, die lesen wir uns erstmal durch. Eine Chirurgenhand hält den Schlüssel zum Leben. Das ist doch mal eine Aussage. Wir sind aber kein Chirurg. Wir sind Detective. Hier ist die nächste Puzzletür. Also müssen wir nachher wieder zurücklatschen. Oh, das ist auch eine interessante Falle hier. Der Rush-Stuhl. Wir haben einige Rush-Stühle auf den Stationen verteilt. Das Design ist alt genug, um in einem Museum zu stehen. Aber doch sind dies keine Ausstellungsstücke. Benjamin Rush, der Urvater der amerikanischen Psychiatrie. Und ich kann nicht runterscrollen. Der Controller hat sich schon wieder ausgestellt. So, verstehe ich nicht. Und Mitunterzeichner der Verfassung hat diese Stühle entwickelt, um den Blutzufluss zum Gehirn zu verlangsamen und auf diese Weise den Wahnsinn zu verhindern. Was natürlich völliger Blödsinn ist, wie wir heute wissen. Wir verwenden diese Stühle als vorübergehende Isolationszellen, bis die Renovierung der eigentlich dafür vorgesehenen Räume abgeschlossen ist. Wer es glaubt. Das sieht interessant aus. Naja. Wie ihr vielleicht wisst, war ich ja mal im Kriminalmuseum letzten Urlaub mit der Steffi zusammen. Und falls ihr es nicht wisst, dann könnt ihr mal in mein Urlaubsvideo von 2016 reingucken. Da habe ich euch auch Bilder vom Kriminalmuseum reingeschnitten. Da sind nämlich auch allerlei Folterinstrumente dabei. Sehr, sehr geil und sehr interessant. Ich passe gerade ein bisschen auf, weil das hier... Sowas mag ich hier, diese Schattenspielchen. Hallo. Ich sehe dich. Fallakte. Krematorium. Der Whitehurst Krematoriumsofen ist in jeglicher Hinsicht hochmodern. Der Ofen kann bis zu 870... Der kann von... Ich würde jetzt sagen, von 870 bis 980 Grad erhitzt werden. Um sicherzustellen, dass der Großteil der organischen Materie vaporisiert wird. Der Körper muss von jeglichen Schmuck und Metallen befreit werden, bevor er in die Hauptkammer, Retorte genannt, eingelegt wird. Wie ein Fisch. Bitte beachten Sie, dass es in diesem Land verboten ist, mehrere Körper auf einmal zu verbrennen, auch wenn dieses Gesetz nicht erzwingbar ist. Die Restmaterie besteht normalerweise aus kleinen Knochensplittern, die in einem Krimulator genannten Mahlwerk zerkleinert werden. Diese Überreste werden dann der Familie überreicht oder im Falle von Staatsmündeln verstreut. Ah ja. Bist du. Ach, er ist schon abgehauen. Okay. Na denn. Muss ich da wohl lang, ne? Aber hier ist auch eine Tür. Knacken. Knacken, ja. Knacken macht Spaß. Das war mal easy pupisi. Ein Badezimmer. Kamera. Nichts gefunden. Fallakte. Memo an die Administratoren. Aufgrund der ausgedehnten experimentellen Behandlung haben wir sehr viele John Does verloren und uns fehlt der Platz im Leichenschauhaus, um sie dort zu lagern, bis sie vom hiesigen Krematorium abgeholt werden können. Ehrlich gesagt stapeln sich die Leichen schneller, als wir sie abholen lassen können. Ich schlage daher vor, dass wir ein Krematorium im Gebäude bauen, um auf diese Weise die Gelder zu sparen, die wir an das örtliche Krematorium abführen müssen. Und die Leichen überdies schneller entsorgen zu können. Ja, klingt doch logisch. Einkaufswagen durchsuchen. Okay. Da. Kann ich das nicht wegschieben? Was haben wir denn da? Ja gut, jetzt habe ich jetzt nur einmal so einen Kreislauf hier. Okay. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Gerade noch rechtzeitig gedrückt. Okay. Eine Jigsaw-Kiste. Okay. Gucken wir mal, ne? Da hatte ich bestimmt auch schon mal das Rätsel. Ja. Geht doch. Was war jetzt drin?
Sprengfallenbaupläne. Ist die Sprengfalle nicht das allererste gewesen, was wir hatten? Schere. Hier ist wieder so ein Teil. Und hier ist wieder was zum Basteln. Ja. Ich kann halt nichts. Ja. Ich benutze das halt alles nicht, weil ich es bisher nicht gebraucht habe. Eine Sicherung. Und hier ist wieder so eine eiserne Jungfrau. Eine eiserne Lunge, nicht eiserne Jungfrau. Quatsch. Eiserne Jungfrau könnt ihr übrigens auch bei den Bildern beim Kriminalmuseum sehen. So, schon wieder so ein Plan. Da gibt es echt zigtausende. Und nochmal eine Schrotflinte. Ja, ist alles komplett. Ich brauche diese Sprengfallen kaum noch. Es gibt ja auch kaum Gelegenheiten, die zu nutzen, weil ich hier mittlerweile einfach abknallen kann, die Gegner. Das ist sehr, sehr geil. So, das war's jetzt hier drin, echt? Hm. Ja, wo soll ich denn jetzt lang? Ach so, ich kann das hier abstellen. Alles klar. Da geht's hoch. Und hier geht's nicht runter. Also gehen wir hoch. Fernseher? Heute nicht? Na gut. Haha, X marks the spot. Sehr schön. Ein typisches Zitat aus dem Saw-Filmen. Ein Jigsaw-Zitat. Zitat. Aber der kommt bestimmt gleich raus. Ja, meinetwegen kannst du da auch in die Luft fliegen. Ja, wenn du so doof bist. Da lebt noch einer. Okay, der ist auch gestorben. Läuft. Ja, du bist ziemlich tot, ne? Ammoniak. Der hat da auch wieder so eine komische Falle im Kopf. Was ist das? Skalpell. Okay. Ich bleib bei meiner Knarre. Die geilste Waffe überhaupt in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Gewehr gibt's gar nicht. Ich glaube, das bleibt bei der Pistole als stärkste Waffe. Vermute ich jetzt einfach mal. Kann ich hier noch einen Schreibtisch ran? Kann ich. Aber es ist wieder Schrotflintenmuni drin, die wir eh nicht mehr brauchen, weil alles voll ist. Der hat auch nichts bei sich. Okay. Gehen wir mal vorsichtig hier weiter. Das lief ja eben ganz gut. Da könnten wir runterspringen. Könnten da auch an der Seite entlang tänzeln, aber will ich erstmal nicht. Da ist auch nichts. Da wäre ein Schrank. Beziehungsweise ein Schreibtisch. Sicherung haben wir auch voll. Puh. Okay, da könnten wir rein. Da müssen wir anscheinend auch rein, ja. Da ist noch ein Schrank. Nichts drin. Okay. Fallakte. Reduzierende Flüssigkeiten. Wir haben interessante Resultate hinsichtlich der Behandlung mit Flüssigkeiten zum Generieren eines bestimmten mentalen Status bei Patienten erreicht. Bei ersten Tests stellten wir fest, dass die Patienten nach der Entnahme von 50 Unzen Blut sehr viel gelassener wurden. Daher haben wir diese Tests ausgeweitet, nicht ausgeweitet, um herauszufinden, ob die Patienten noch ruhiger werden, wenn man sie dehydriert. Ihnen die Prostata oder die Speicheldrüsen entfernt und so weiter. Ja, das sind echt interessante Tests, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass ich keine Testperson von euch war. Bin. Okay, irgendwie ein gruseliges Bild gewesen. So. Oh Gott! Jetzt wird's aber härter mit euch hier, ne? Härter BSC. Oh, passt. Okay, da will ich durch. Aber da muss ich erstmal die Waffe fallen lassen. Vorsichtig. Brauchen wir gleich wieder. Ein bisschen Revolver bitte wieder. Sehr schön. Drei Schuss habe ich immer noch. Geil.
Da ist das X. Also soll ich da runterspringen, ja? Ach, Leute. Ja gut, komm. Dann müssen wir wohl, ne? Aha, hier haben wir ja von der anderen Seite reingeguckt, genau. Ah, und da ist das Bild von dem Kasten, was wir damals auf dem Bildschirm gesehen haben. Bist du tot? Ja. Der hat sich die Hand abgesägt, guck mal. Mit der Laubsäge, mit der Jigsaw. Ne? Also, falls wer diejenigen, die es noch nicht wussten, Jigsaw heißt einfach nur Laubsäge. Interessant, ne? Und die gab es ja im ersten Teil. Kühlschrank, durch so Kühlschrank. Oh, Gesundheitshypo. Dann nehmen wir noch mal eine. Ich habe mir die ganze Zeit gehofft, dass wir vielleicht mal Bandagen oder so finden, aber so ist natürlich auch gut. So, sehr schön. Da, was ist das? Gefrorene Hand. Eine Chirurgenhand hält den Schlüssel zum Leben. Ach so. Exit, ah. Na gut. Okay, jetzt habe ich keine Muni mehr. Jetzt kannst du mir gerne die Säge geben. Nee. Hier liegt eine Schere. Ich kann aber mit der Schere zustechen. Mal gucken, wie das so wirkt. Der Revolver ist jedenfalls alle. Vielleicht finden wir bald einen neuen. Dass der Typ tot ist, das freut mich schon mal. Der wäre echt sehr nervig geworden hier. So. Ja, dann. Hahaha. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Schläger nicht. Da behalte ich lieber die Schere. Ich glaube, die ist besser. Das geht wahrscheinlich schneller, oder? Mal gucken. Ja, könnte gut werden. Oder die andere Ecke. Na, der schlägt beiden gleich zu. So, Brief von Pam Jenkins schon wieder. Oswald, wenn Sie es auf die harte Tour wollen, dann nur zu. Dachten Sie, ich hätte keine Vorkehrung getroffen? Es gab einen guten Grund dafür, dass wir wieder zu Ihnen gegangen sind. Ich habe Ihre Notizen eingesteckt und an meinen Verleger geschickt. Jetzt ist es alles offiziell. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, Ihr Buch ohne Ihr Quellenmaterial zu schreiben. Und wenn Sie das hier einem Richter zeigen, dann werde ich leugnen, es je gesehen zu haben. Ich meine, wen werden Sie wohl glauben? Einem Drecksack wie Ihnen oder einer angesehenen Autorin wie mir? Okay, ich hoffe, Sie kriegen Krebs und krepieren, Sie Bastard. Pam Jenkins. Okay, die ist ja ziemlich krank. Also eine Schriftstellerin, diese Pam Jenkins. Aber das klingt doch echt so, als müssten wir Pam Jenkins retten. Wir erfahren ja zu viel über Pam Jenkins. Aber die Berichte aus der Falle, da waren die nicht bisher alle von dem Kerl? Das ist schon merkwürdig. Ey, wie mies, ne? Da hängen sie ja einen Medikit-Kasten hin und dann ist da nicht mehr was drin. Das ist schon gemein. Okay, wir haben keine Knarre mehr. Okay, was steht da? Cut by... Ach so. Ah ja, jetzt sind wir in dem Raum. Ach, wir sind wieder ganz am Anfang. Sehr cool. Das heißt aber, dass es hier auch irgendwie noch eine Waffe gab, oder? Na egal. Ich bleib jetzt mal hierbei. Das hatten wir. Wo war denn das noch? Ah, nee, hier war die Tür. Ah, genau. Hier ist es offen. Alles klar. Gut. Speicherpunkt. Ja. Kühlschrank. Nichts drin. Okay. Was haben wir hier? Oh. Sieht auch gut aus. Was haben sie denn mit dir gemacht? Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, was seine Aufgabe gewesen sein könnte. Egal. Exit klingt so verlockend, ne? Aber das ist natürlich nicht der Ausgang. Krematorium, ja. Toll. Da ist natürlich alles eingestürzt. How do I get out? What are the rules? Did you think your test was going to be that easy? No, I didn't mean to offend. There are people here that are more interested in finding me than freeing you. Can you convince them that your life is worth saving? This isn't what I wanted. Hm.
Also er ist auf jeden Fall nicht Pam Jenkins. Ich möchte wissen, wie der heißt. Oder mit wem wir es da genau zu tun haben. Aber es hieß ja irgendwie, dass wir die Person wohl hassen oder so. Dass es für uns halt sehr schwer wird. Farbverdünner. Da ist auch ein Schrank. Nägel. Okay. Oh, das sieht... Danke, ja, das sieht nett aus, wollte ich sagen. Es speichert. Schön. Sind wir schon beim nächsten Puzzleraum? Wäre ein bisschen früh, ne? Verschlossen. Danke. Da ist die nächste Puzzletür. Aha. War das wieder eine Andeutung, dass die gleich wieder ein Timer abläuft? Natürlich. 3 Minuten 30. Und was soll ich tun? Stromkreise aktivieren, okay. Dazu muss ich die erstmal finden, würde ich sagen. Und wahrscheinlich sind hier wieder irgendwo gefallen. Da muss ich jetzt. Wie komme ich da durch? So gar nicht. Ich mein, oh. Koppler ist schon mal gut. Den okay. So. Dann kommen wir hier schon mal den ersten. So, das kennen wir ja, ne? So, schön. Das machen wir mal so. Mittlerweile kriegt man so ein Schema da rein.